So, wir haben jetzt gerade die erste Verhandlungsrunde hinter uns, haben eine lebhafte Diskussion gehabt, sind leider nicht weitergekommen, zumindest was die Geldseite angeht. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr deutlich gemacht, dass wir eine gute wirtschaftliche Situation haben, haben das auch aus vielen betrieblichen Bereichen dargestellt und haben vor allen Dingen auch nochmal dargestellt, was für eine Erwartungshaltung wir insgesamt in der Fläche der chemischen Industrie haben. Von daher keine Bewegung an dem Punkt, aber wir haben zumindest unsere Position, glaube ich, sehr, sehr gut deutlich gemacht. Bei der Übernahmesituation haben uns die Arbeitgeber Fragen vorgeworfen, die wir gar nicht gefordert haben. Ich glaube, dass wir da unseren Weg auch noch mal ganz, ganz deutlich gemacht haben, das umpolen zu müssen und jetzt zu sagen, Ausbildung und Übernahme müssen wir beides gleichberechtigt nebeneinander stellen. Das hilft auch den Unternehmen, das hilft auch den Arbeitgebern. Da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass wir da Bewegung reinkriegen. Hier heute bei den Arbeitgebern war das noch nicht spürbar, aber das ist sicherlich sehr stark in deren eigenem Interesse. Ja, das ist meine Bewertung. Keine große Bewegung und wir müssen jetzt schon viel Druck und viel Diskussion machen in den Betrieben, damit die Arbeitgeber spüren, sie müssen sich bewegen und wir müssen dann in Hannover Anfang Februar vorankommen.